Mein absolutes Lieblingslied ist zurzeit. Boah, ich und Musik. 16. Von meinem Freund Derek Köhn, der macht ja auch ein bisschen Musik, Kommando heißt das. Viral von Soho Bunny. Lemon Tree von Post Malone. Ich habe bestimmt viele, die ich gut finde, aber ich kann jetzt nicht einen Titel nennen. Ich höre aktuell querbeet, aber habe jetzt kein Lieblingslied. Gibt's nicht. Gibt viele Lieder, ich keine bestimmte Musikrichtung, höre auch einfach gerne mal Radio. Keine andere Stadt. Aus dem Haus gehe ich nie ohne. Schlüssel, Handy, Geldbeutel. Handy, Portemonnaie und guter Laune. Ohne mein Handy? Handy. Schlüssel. Mein Schlüssel. Mein Handy. Boah. Schuhe, ne? Als Kind habe ich immer gerne Fußball gespielt. Fußball gespielt. Freunde getroffen. Gerne auf dem Bolzplatz gekickt mit meinen Jungs. Fußball gespielt? Gekickt. Und in der Schule nicht aufgepasst. Mein Ritual vor dem Anpfiff ist, meine Kette zu küssen. Bilder meiner Kinder sehen. Handschuhe links und rechts anziehen und raus geht's. Oh, einmal den Ring, der so ein bisschen für Frau und Kinder steht, küssen. Die Pasta, 3 Stunden vom Spiel circa, ist vielleicht ein Ritual, aber das, glaube ich, machen mehrere Spieler so, aber sonst gibt es kein bestimmtes. Ne, eigentlich nicht so viel. Ja, zu beten. Locker bleiben, nochmal so ein bisschen drüber nachdenken und einfach versuchen, so viel Spaß zu haben, wie es geht. Kennenlernen würde ich gerne mal Oliver Kahn. Da würden mir jetzt wahrscheinlich ohne Kamera sehr viele Menschen einfallen. Das muss schon eine gute Antwort sein. Matthias Schweighöfer. Angela Merkel. Einen, von dem ich einfach sehr viel lernen kann in dem Gespräch. Lionel Messi. Mein absolutes Fußballidol in der Kindheit, Ronaldinho. Dirk Nowitzki. Und Marco Reus. Ich glaube, ein Gespräch mit dem Sänger von Coldplay würde mich mal interessieren.